In diesem Video geht es um einen Klassiker der gesprochenen Spracheforschung und der interaktionalen Linguistik, nämlich um Weil mit Verb-Zweitstellung. Ich werde dazu zunächst ein bisschen Hintergrund geben und dann werde ich zeigen, wie man in der Datenbank gesprochenes Deutsch selbst nach Belegen für dieses Phänomen suchen kann. Sie erinnern sich vielleicht aus der Einführung in die Syntax, dass wir im Deutschen drei Verbstellungstypen haben. Verberststellung, wie zum Beispiel in Fragesätzen, Entscheidungsfragen, kommst du mit mir ins Kino zum Beispiel. Wir haben Verbzweitstellung, typischerweise in Hauptsätzen, wie zum Beispiel heute läuft der neue Film von XY. Und wir haben bei Nebensätzen insbesondere Verbletzstellung, wie zum Beispiel ich hoffe, dass es noch Karten gibt. Und gerade Weil-Sätze sind ja Nebensätze und die haben normgrammatisch, in der normgrammatisch korrekten Form eigentlich die Verbletztstellung. Als Beispiel, ich bin müde, weil ich so schlecht geschlafen habe. Ja, Sie sehen hier also das finite Verb finden wir ganz am Schluss des Nebensatzes. Wir nennen das auch eine propositionale Begründung, weil es um einen Sachverhalt geht. Ich bin müde, der mit einem anderen Sachverhalt begründet wird und da besteht ein Kausalzusammenhang. Wir können das mit einer Paraphrase überprüfen, wenn wir es mal so umformulieren. Ich bin müde und das ist so, weil ich schlecht geschlafen habe. Wir haben nun aber auch im mündlichen Sprachgebrauch eine andere Variante, die wir sehr häufig finden, nämlich Weilsätze mit Verbzweitstellung. Als Beispiel, Martin ist betrunken, weil er torkelt so. Wir sehen also hier, dass das Verb an der zweiten Stelle steht. Wenn wir also nur diesen Part hier rausschneiden, sehen wir, das ist eigentlich ein Hauptsatz, also weil, und dann kommt eine Struktur, die wir aus Hauptsätzen kennen. Es ist eine eigenartige Struktur, die aber semantisch doch irgendwie funktioniert. Also wir können nicht wirklich sagen, dass es falsch ist, zumindest nicht dahingehend, dass wir einfach die Wortstellung umdrehen. Wenn wir das nämlich machen, Martin ist betrunken, weil er so torkelt, dann ist es zwar grammatisch korrekt, aber inhaltlich macht es keinen Sinn, denn warum sollte Torkeln eine Ursache dafür sein, dass jemand betrunken ist? Ja? Also die rein grammatisch-syntaktische Umstellung repariert den Satz zwar auf der grammatischen Ebene, aber er wird dadurch inhaltlich falsch oder unsinnig. Was der Satz 2 eigentlich leistet, wird vielleicht ein bisschen deutlicher, wenn wir ihn mal so umformulieren, wie in 2a. Martin ist offenbar betrunken, weil er torkelt so. Dieses offenbar zeigt an, dass es bei diesem Martin ist betrunken gar nicht so sehr um einen Sachverhalt geht, sondern vielmehr um eine Annahme und genau diese Annahme wird begründet mit der Tatsache, dass er so torkelt. Wir sprechen also von einer epistemischen Einstellungsbegründung. Epistemisch kommt aus dem Griechischen und bedeutet wissensbezogen. Also unsere Annahme, dass Martin betrunken ist, die wird begründet. Wir können auch hier es mit einem Paraphrasentest überprüfen. Wir hatten ja oben gesehen, dass wir es paraphrasieren mit und das ist so, weil und hier bei dem epistemischen weil wäre eine mögliche Paraphrase und darauf komme ich, weil ja, Martin ist betrunken. Wie komme ich drauf? Weil er so torkelt. Noch ein anderes Beispiel. Wir können zum Beispiel sagen, die Straße ist ganz weiß, weil es geschneit hat. Ja, das wäre propositional. Die Straße ist ganz weiß und das ist so, weil es geschneit hat. Also wiederum eine kausale Beziehung. Wenn wir es jetzt mal umdrehen, es hat geschneit, weil die Straße ganz weiß ist, dann ist das irgendwie unsinnig. Warum sollte das Weißsein der Straße die Ursache dafür sein, dass es geschneit hat? Ja? Also das ist wiederum was, was inhaltlich keinen Sinn ergibt. Und interessanterweise beginnt es eben doch sinnvoll zu werden, wenn wir es in diese Weil mit Verb-Zweitstellung überführen. Es hat geschneit, weil die Straße ist ganz weiß. Ja? Also hier wiederum das finite Verb an der zweiten Stelle nach dem Subjekt, so eine Art Hauptsatzstruktur. Und dann können wir es wiederum so deuten, dass wir sagen, es muss geschneit haben, es hat offenbar geschneit, weil die Straße ist ganz weiß.
Es gibt noch eine andere Verwendungsweise, die in der Forschungsliteratur beschrieben wird, die wir hier in diesem Beispiel sehen können. Bist du nervös, weil du knippelst an deinen Fingernägeln? Wir sprechen hier von einer sprechaktbezogenen Begründung und auch in solchen Strukturen finden wir ganz häufig die Verwendung von weil mit Verbzweitstellung. Auch hier bietet sich vielleicht so eine Paraphrase an, sowas wie und das sage, frage ich, weil. So viel an Input soll erstmal genügen. Ich gebe hier noch ein bisschen Literatur, wo man es nachlesen kann. Unten in den Videokommentaren gebe ich auch nochmal die Sachen an, dass man sich das dann rauskopieren kann. Und jetzt möchte ich eben zeigen, wie man in der Datenbank gesprochenes Deutsch selbst nach Belegen für dieses Phänomen suchen kann. Ich hatte in einem vorigen Video schon gezeigt, wie man hier recherchiert. Es geht also mir wiederum um die Tokensuche und wir suchen zunächst mal nach dem Lemma weil. Das sind jetzt 8761 Treffer und wir möchten jetzt aber nur die herausfiltern, in denen wir Verbzweitstellung finden. Das ist nicht so ohne weiteres direkt möglich, aber man kann sich mit einem Trick helfen. Wir können über die Kontextsuche hier nämlich Einschränkungen vornehmen. Und was wir hier brauchen, ist die Suche nach Part of Speech. POS, Part of Speech, heißt Wortart. Da gibt es Kürzel, die ich auch unten noch die Liste zu diesen Kürzeln verlinke ich noch unten. Und hier können wir, nachdem wir suchen, V.FIN. Das erklärt sich so, wir müssen noch hier anklicken, ein regulärer Ausdruck. Das ist ein Verb und zwar der Punkt bedeutet, dass hier verschiedene Verbtypen gesucht werden. Vollverben, Modalverben, aber auch Auxiliarverben. Und fin bedeutet eben ein finites Verb. Und wir können jetzt sagen, wir möchten, nehmen wir mal zwei Tokens rechts. Ne? Da können wir jetzt erwarten, dass weil er torkelt so, das wird dann gefunden. Zwei Tokens rechts, das stimmt. Wir filtern den Kontext. Es dauert jetzt natürlich wieder eine Weile, weil er jetzt die ganze Datenbank abgrasen muss. So, jetzt ist einiges raus. Wir können mal die ausgefilterten Ergebnisse löschen. Und jetzt finden wir also immerhin noch 2361 Treffer. Und nehmen wir mal diesen Beleg hier. Da heißt dann hier, merken Sie sich bitte diese Frage. Wir hören es einfach mal an. Merken Sie bitte gut die Frage, weil wir werden ja nach dieser theoretischen Einheit dann die praktische Einheit. Hier finden wir also, wenn wir uns das genau anschauen, genau die Verwendungsweise, die ich oben als die sprechaktbezogene Begründung beschrieben hatte. Wir finden hier also eine Aufforderung, merken Sie sich bitte gut die Frage. Und genau diese Aufforderung wird dann genauer begründet. Wir können es paraphrasieren und das sage ich oder diese Bitte äußere ich, weil wir werden ja nach dieser theoretischen Einheit dann die praktische Einheit in der Werkstatt durchführen. Auf diesem Wege kann man also recht schnell Belege finden. Und wir finden auch, ich habe es auch, wenn Sie sich genau anhören, wie ich die einzelnen Beispielsätze vorgelesen habe, finden wir ganz häufig, dass nach dem weil eine Mikropause kommt. Ja? Er ist offenbar betrunken, weil er torkelt so. Und das Tolle ist, dass wir in der Datenbank gesprochenes Deutsch auch nach dem genau suchen können. Wir können hier unter Position zum Beispiel sagen, dass das weil direkt vor einer Mikropause stehen soll. Das ist noch alles richtig, der Kontext ist richtig. Suche starten. Das dauert jetzt wieder eine Weile, denn je mehr Bedingungen wir definieren in unserer Suche, desto länger dauert es.
So, wenn wir uns jetzt nur mal hier so ein Beispiel ansehen. Na, aber Moment, irgendwas hat hier nicht funktioniert. Ja, wir müssen den Kontext erst filtern. So. Löschen die Ergebnisse wieder raus. Schauen wir uns das an. Dann haben wir jetzt genau diese Struktur, die ich meinte. Mischung aus kognitiv und affektiv, weil man muss es schon wissen, wir finden hier genauso eine Pause. Wir müssen uns nochmal daran erinnern, dass Verb Zweitstellung ja bedeutet, dass es so eine Art Hauptsatzstruktur ist und das kann man eben prosodisch noch oder intonatorisch noch dadurch gut zum Ausdruck bringen, indem man direkt nach dem Weil eine kurze Mikropause einfügt, um das syntaktisch noch besser zu separieren. Wir sprechen deswegen auch von syntaktischer Desintegration. Ja, also wir können auch mit diesen recht einfachen Mitteln ganz präzise nach Belegen suchen für dieses in der Wissenschaft so umfänglich beschriebene und auch wirklich interessante und vor allem gesprochen so wahnsinnig gesprochene Sprache, so wahnsinnig häufige Phänomen von bei mit Verbzweitstellung. Viel Spaß beim Nachmachen.